Hallo zusammen, ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Format Meinungsmittwoch nenne, ob das wirklich passt. Aber es ist Zeit für eines dieser Videos, für ein Mittwochsvideo, wo ich hier ein bisschen legerer sitze, ein bisschen ungeplanter sitze und einfach über Dinge rede, die mich so im Kleinen beschäftigen oder wo ich vielleicht noch keinen wirklich gut ausformulierten Einblick geben kann, sondern einfach so ein bisschen die Dinge, die mich umtreiben. Und da möchte ich ein bisschen an das letzte Video anknüpfen. Im letzten Video habe ich ja über das sogenannte Ja-Aber geredet. Sprich, wenn Leute irgendwie Pläne oder Vorhaben offenbaren, dass es einen großen Trend gibt, diesen Plänen und Vorhaben negativ gegenüberzustehen und erstmal auf die Probleme und Hürden hinzuweisen. Gern genommenes Beispiel, hey, ich möchte mich selbstständig machen, ja, aber da muss ja die Krankenkasse selbst bezahlen. Ist, glaube ich, so ein Klassiker, den haben alle Leute, die irgendwie den Weg der Selbstständigkeit gegangen sind oder gehen wollten. Ich glaube, den haben alle schon mal gehört. Und da möchte ich so ein bisschen heute anknüpfen, habe ich mir gedacht. Ich möchte mit euch über die Meinung der anderen reden. Und was ich daran oft problematisch finde und was ich selber auch tatsächlich, also in welche Fallen ich selber tappe und wobei ich mich selber erwische. Es ist nämlich ein schwieriges Thema, es ist ein hochkomplexes Thema. Es ist ein Thema, was sicherlich auch nochmal in den Sonntagsvideos aufgegriffen werden wird, wenn ich auch da einen besseren Angriffspunkt habe. Aber hier möchte ich erstmal so meine ersten losen Gedanken mit euch teilen. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Unser Leben und unsere Struktur, unsere Funktionsweise ist darauf ausgelegt, dass wir in einer Gruppe agieren. Dass wir in einer Gruppe leben und diesen sozialen Zusammenhalt brauchen. Und da ist es natürlich von Vorteil zu wissen, wie die anderen Mitglieder einer Gruppe einen einschätzen. Da man ja in einer Gruppe auch verschiedene Rollen erfüllen muss. Und das heißt, dieses Einschätzen, hey, was denkt mein Gegenüber über mich, das ist tief in uns verwurzelt. Das steckt sehr tief in uns drin. Und das einfach so abzuschütteln, ist schwierig. Aber es ist, wie gesagt, auch, es hat seine Berechtigung, dass es da ist. Problematisch wird es halt dann, wenn wir davon ausgehen, dass uns die anderen eh negativ einschätzen werden. Wenn wir Angst davor haben, aufzufallen, Fehler zu machen. Und ich bin jemand, das ist immer noch ein sehr, sehr großes Thema für mich. Ich mache mir große und viele Gedanken darüber, was andere Menschen von mir halten. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt gerade in diesem Kontext hier ein bisschen schwierig vorzustellen, dass ich hier sitze und meine YouTube-Videos mache und meine Meinung und meine Erfahrungen in die Welt posaune und da tendenziell viele Menschen mit erreiche, sehr viele Menschen teilweise, wenn ich mir das so angucke. Und ja, trotzdem immer noch von dem Gedanken geplagt sind, bin, was denken andere von mir? Und ich möchte immer eine Sache nicht, oder ich wollte immer eine Sache nicht, ich wollte nicht auffallen. Immer schön unterm Radar fliegen, nicht der Komische sein. Das hat nicht gut funktioniert. Da ich dadurch noch komischer wurde oder noch auffälliger, da gibt es manchmal so Entwicklungen und so Teufelsspiralen, je weniger man auffallen möchte, desto mehr fällt man alleine deswegen auf. Das hat es mir zum Beispiel in der Schulzeit sehr schwer gemacht. Ich wurde da über viele Jahre lang gemobbt und fertig gemacht. Und das hat das wirklich so in mein Unterbewusstsein eingebrannt, dass ich nicht auffallen möchte. Und dass ich immer mich frage, bin ich jetzt der Komische, wenn ich dies und das mache? Das hat auch dazu geführt, dass jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen neuen Job angefangen habe, ich habe in den ersten Tagen, manchmal in den ersten Wochen, ich habe vor Ort nichts gegessen. Nicht, weil ich keinen Hunger gehabt hätte, sondern weil ich Angst hatte, dass ich mich beschlabber, irgendetwas Komisches mache und halt sehr angespannt war und deswegen quasi aus dieser Unsicherheit heraus und aus dieser Angst heraus aufzufallen, was. Also ich erzähle jetzt auch nicht, dass da irgendwelche logischen Überlegungen hinterstecken. Das ist diese Angst aufzufallen und die Angst, dass andere eine negative Meinung über mich haben könnten. Das zusammen mit meiner Angststörung, das ist halt eine schlechte Kombination. Also
für diese Komponenten ist es eine sehr gute Kombination, weil die ergänzen sich prima, aber für mich ist es halt eine schlechte Kombination. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann halt solche Dinge zum Beispiel gemacht, wenn ich einen neuen Job angefangen habe. Und das ist belastend. Und also es ist klar, dass es belastend ist und ich bin auch bei weitem nicht der einzige Mensch, der damit zu kämpfen hat. Mit dieser ständigen Frage, oh Gott, was denken andere über mich? Und da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und sollten uns überlegen, woher kommt das eigentlich? Wie schnell machen wir uns eine Meinung über einen Menschen? Das habe ich tatsächlich im Studium gelernt, in der Sozialpsychologie. Da gibt es etwas, das nennt sich das ist der Attributionsfehler. Und dieser Attributionsfehler geht davon aus, dass wenn wir einen Mensch sehen, der etwas tut, gehen wir davon aus, dass er das, was er tut, aus sich selber heraus motiviert tut. Dass er eine interne Motivation hat, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Und das ist nicht, und wir haben nicht auf dem Schirm, dass es an den Umständen liegen könnte. Angenommen, wir sehen jemanden, der, weiß ich nicht, jetzt gerade noch bei dunkelgelb über die Ampel fährt mit überhöhter Geschwindigkeit, dann gehen wir davon aus, was für ein Idiot. Warum fährt er so schnell? Was soll das? Warum rast er so? Warum quetscht er sich noch über diese Ampelphase? Was soll das? Wir gehen halt davon aus, dass das einfach ein Idiot ist, um es mal so zu sagen, ein Mensch, der das einfach macht, weil es in ihm liegt, sich so zu verhalten. Aber wir wissen gar nicht, was da los ist. Vielleicht hat er gerade die Nachricht bekommen, zu Hause ist irgendwie ein Unfall passiert, irgendwas mit einem Angehörigen ist los. Seine Frau liegt in den Wehen und kriegt gerade das Kind oder was weiß ich nicht was. Es könnte ja irgendein Notfall sein, irgendein gravierender Notfall, der ihn jetzt dazu veranlasst, da die Vorsicht tatsächlich mal zurückzustellen. Und dann wird das ja direkt sehr viel, viel nachvollziehbar, was da passiert. Was ja nicht heißt, dass es nicht Menschen gibt, die sich einfach verhalten wie Idioten. Aber wir sind halt einfach sehr schnell dabei, davon auszugehen, dass Menschen Fehlverhalten an den Tag legen, einfach weil es in ihnen steckt, weil es Teil ihrer Persönlichkeit ist. Und das ist halt oft nicht so. Und ich denke, wenn man das weiß, kann man wirklich auch mal versuchen, in solchen Situationen einen Schritt zurückzugehen und erstmal die Situation zu analysieren. Und erstmal und vielleicht auch zu fragen und zu ja, in Erfahrung zu bringen. Was ist da eigentlich los? Woher kommt das? Und dann kann man immer noch feststellen, okay, derjenige, das ist irgendwie nachvollziehbar, da gab es externe Einflüsse, die ihn dazu gebracht haben, sich so zu verhalten, oder ist er tatsächlich einfach aus sich selber heraus ein Idiot? Man weiß es nicht. Ja, aber wenn wir das wissen, ist das ganz nett. Es hilft aber auch nicht immer weiter. Und es gibt ja sehr viele Sprüche darüber, dass man nichts darauf geben soll, was andere über einen denken und dass man sein eigenes Leben leben soll. Und diese Sprüche sind auch wahr. Aber was das Problem bei diesen Sprüchen ist, dass wenn man diese Sprüche liest und hört, und das haben auch tolle Motivationssprüche und so, das hat für mich das, da kommt für mich immer, das hat alles das gemeinsam quasi. Es ist eine Sache, so einen Spruch zu lesen. Es ist aber etwas anderes, diese Erkenntnis tatsächlich zu gewinnen und das zu verstehen und zu verinnerlichen. Und ich habe jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, über einen Spruch nachzudenken, der ist hängen geblieben. Der hat mich so ein bisschen eingefangen. Und zwar, die Meinung oder was andere Leute über mich denken, geht mich nichts an. Ich finde nämlich, dass dieser Spruch die Perspektive ein bisschen verschiebt. Dass es quasi okay ist, dass Leute auch eine Meinung über mich haben. Dass es auch okay ist, wenn Leute mich für einen Idioten halten. Das ist okay. Es ist dann nicht schön, dass es so ist. Es ist auch nicht schön, wenn sie einem das sagen. Aber im Endeffekt ist es ihre Sache und ihre Entscheidung und nicht meine. Und klar, es wird Situationen geben, wo das dann hinderlich wird oder schwierig wird, wo es unangenehm wird. Aber im Endeffekt ist es erstmal ihre Sache. Und es ist meine Entscheidung zu gucken, wie sehr stört mich das, wie sehr beeinflusst mich das überhaupt. Wenn jemand negativ über mich denkt, ist das überhaupt ein Problem? Also ich finde, da wird so ein bisschen die
die Perspektive nochmal geändert bei diesem Spruch. Und das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr spannend vor allen Dingen und auch wertvoll. Denn ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass solche Dinge, solche Hürden und solche Probleme oft nur von einer Perspektive aus betrachtet werden und von einer Perspektive aus angegangen werden. Und klar, es ist, man sollte nicht zu vorschnell urteilen, das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Man sollte versuchen, das Verhalten von Menschen zu hinterfragen, bevor man sich da eine Meinung bildet. Aber auf der anderen Seite sollte man auch als jemand, über den sich diese Meinung gebildet wird, sollte man sich fragen, ist das überhaupt relevant für mich, was die über mich denken? Und das sind, wie gesagt, so Gedanken, die ich mit mir rumtrage, wo ich auch noch lange nicht dabei bin, da einen Haken hinterzumachen. Ich habe zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich hier mit meiner Schwester, mit Steffi gefeiert und wir haben auch Heiligabend zusammen verbracht, aber wir haben dann für den ersten Weihnachtsfeiertag gesagt, komm, wir machen uns jetzt beide ein bisschen schick. Und ich habe einen Anzug getragen am ersten Weihnachtsfeiertag. Und für die Leute, die den Vlog geguckt haben, die wissen jetzt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und abends war dann Steffi weg. Und ich hatte überlegt, noch eine Runde spazieren zu gehen am ersten Weihnachtsfeiertag abends und eine Zigarre zu rauchen. Und hatte jetzt keine Lust, mich quasi nochmal umzuziehen in Straßenklamotten, um dann rauszugehen, sondern habe gedacht, nein, dann gehe ich jetzt halt im Anzug spazieren. Und brauchte jetzt, habe überlegt, was ich drüber ziehen kann und habe halt einen Mantel angezogen und dachte, ach, weißt du, wenn ich jetzt schon mit Zigarre und Mantel und Anzug, dann kann ich auch noch einen Hut aufziehen und habe halt einen Fedora-Hut aufgezogen und habe wirklich kurz innegehalten und habe gedacht, wirkt das komisch, wenn ich hier durch die Nachbarschaft laufe, aussehe wie Mafioso, jetzt alles, glaube ich, Mafioso, und eine Zigarre rauche. Also, das kann schon befremdlich wirken. Aber ich habe es getan. Was soll ich euch sagen? Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe mich sehr stilvoll gefühlt und sehr selbstbewusst. Das ist lustig, dass aus so einer Situation der Unsicherheit, auch ne, wenn gerne auch das Video jetzt vom letzten Sonntag gucken, zum Thema Kontrolle und Unsicherheit, aber dass aus so einer Situation der Unsicherheit quasi ein Moment des Selbstbewusstseins gewachsen ist. Das war echt schön. Das hat mir große Freude gemacht. Und ich hoffe, dass ich diesen Grundgedanken beibehalten kann und öfter in meinen Alltag integrieren kann, dass es mir dann einfach Schnurz ist, was die anderen über mich denken und ich mein Ding durchziehe. Ja. So viel also zu meinen losen und wirren Gedanken hier bei einer Tasse Kaffee. Kurz Moment. Ah, schöne Tasse Milchkaffee. Ihr wisst, ich liebe ja Kaffee. Und ich dachte, wir reden da einfach mal drüber, beziehungsweise ich rede mit euch drüber. Und natürlich auch jetzt wieder der Aufruf, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Wo ihr vielleicht auch am Straucheln seid. Wie ihr solche Unsicherheiten losgeworden seid. Was da für euch so der Angriffspunkt war, zu verstehen, dass vielleicht manche Dinge keine Rolle spielen und dass man sowohl beim empfangenden als auch beim aussendenden Ende bei einer Meinung über andere Menschen, dass man vielleicht beide Perspektiven mal berücksichtigen sollte. Wie seht ihr das? Habe ich euch jetzt hier die Augen geöffnet? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin da immer sehr gespannt drauf zu lesen, wie ihr mit solchen Dingen umgeht. Ihr könnt natürlich gerne, und ihr wisst Bescheid, der Daumen nach oben hilft mir einfach dabei, ein bisschen die Reichweite zu erhöhen, dass meine Videos noch mehr Leuten vorgeschlagen werden. Und da kann immer jemand dabei sein, dem so ein Video dann gerade mal hilft, gerade bei den Themen, die ich halt mache. Und wenn ihr mir dann einen Daumen nach oben gebt, wird das halt mehr gestreut und wir erhöhen gemeinschaftlich die Chance, da irgendwie jemandem zu helfen. Und das finde ich immer noch einen wunderschönen Gedanken. Ihr könnt mich auch gerne unterstützen, ihr könnt mir auf Ko-fi einen virtuellen Kaffee spendieren, ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft abschließen, ihr könnt mich auf Patreon unterstützen, ihr könnt im Shop vorbeischauen, ihr habt ja wirklich einige Möglichkeiten, aber auch ein Like und ein Abo sind wirklich schon reichlich Unterstützung und darüber freue ich mich auch sehr. Ja, ich bin jetzt durch für heute, habe hier mal wieder in einem durchgequasselt. Das wird übrigens, wenn ich diese Videos mache, ich werde in einem durchquasseln und wenn ich mich dann zwischendurch mal verhaspel oder verspreche, so wie heute, oder das Bedürfnis habe, einen Schluck Kaffee zu trinken, dann bleibt das halt im Video. Das ist halt das Format. Es ist ein bisschen entspannter alles. Naja, jetzt aber genug geredet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht mich im nächsten Video. Ich werde jetzt meinen Kaffee zu Ende trinken.